So, ja, ich bin hier immer noch im avenitischen Westen. Wobei, nee, hier bin ich auf Route 4. Ja, ich habe hier inzwischen Fortschritte gemacht. Ich habe den DS endlich wieder aufladen können und konnte hier weitermachen. Und hier kommt jetzt wirklich die Wüstenroute. Das heißt, ich brauche viel Sand und Sandstein. Deswegen ist es ganz gut, dass ich im avenitischen Westen so viel Sand und Sandstein abbaue. Allerdings jetzt brauche ich natürlich erstmal wieder Erde zum Aufbau und natürlich die ganzen Setzlinge, damit ich hier weiter aufforsten kann. Also muss ich dafür als allererstes mal zu meiner kleinen Farm und ja, mein Inventar mal gerade etwas ummodeln, damit es da weitergehen kann. Ja, ich bin gerade echt müde. Also ich weiß, ich produziere gerade viel vor. Keine Ahnung, wann die Folge jetzt rauskommt, beziehungsweise ich könnte gucken, aber guck mal ja nicht. Ich produziere gerade echt viel vor und wir haben jetzt tatsächlich noch Weltmeisterschaft, wenn ich das aufnehme. Ja, Deutschland ist schon draußen, aber die Vorrunde läuft noch und ja, gerade ist das Gruppenfinale von Gruppe H. Südkorea gegen Portugal steht 1 zu 1. Portugal ist ja schon weiter, kämpft allerdings gerade um den Gruppensieg. Und Uruguay führt gegen Ghana mit 2 zu 0 und käme dadurch dann auch weiter, allerdings als Zweiter. Ja, jetzt, ja. Ich produziere halt gerade echt viel vor. Aber das ist ja ganz gut. Das heißt, kein Stress. Also ich habe jetzt auch in letzter Zeit wegen Stress wenig Folgen gemacht. Was sind das? Boah, 60 Schneelayer. Wenig Folgen gemacht, weil halt viel zu tun war. Und jetzt war es nämlich auch gerade tatsächlich so. Ich lag jetzt gerade. Ich habe mich nur mal kurz. Ich wollte eigentlich nur mal kurz mich ins Bett legen. Mal kurz ein YouTube-Video und dann wieder aufstehen. Aber ne. Ich habe vor dem YouTube-Video nicht wirklich was mitgekriegt und bin danach so lange im Bett liegen geblieben, dass ich die komplette erste Halbzeit verpennt habe. Ja, aber das wollen wir ja nicht. Warte mal, wo mache ich denn jetzt? Ne, hier ist Tropen. Wo ist denn jetzt Eiche? Da ist Eiche. Da. So, apropos, und wo sind die ganzen Setzlinge? Ich hatte doch noch so viel. Da sind sie. Ah, hier wären auch Eichen gewesen. Ja, gut, und Erde kann ich mir dann auch direkt einpacken. Wenn ich denn noch was habe. Ich finde, ich muss auch wieder Erde farmen gehen. Na, ich schaue jetzt immer, wie weit ich mit der Erde komme, die ich da habe. Denn ich habe tatsächlich auch viel Erde gebraucht. Man hat es vorhin gesehen, auf Route 4 habe ich nämlich, was habe ich da gemacht? Grobe Erde verlegt. Ja. Wobei ich jetzt tatsächlich demnächst jetzt auch anfangen will, Schlamm dort einzusetzen. Für diese, hier gibt es ja immer diese braunen Hügel. Ganz am Anfang erinnere ich mich, hier in Einal habe ich da sogar noch braune Wolle für verwendet, also noch keine grobe Erde gab. Dann bin ich ja auf die grobe Erde umgestiegen und jetzt gibt es ja neuerdings auch Schlamm. Den habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, werde ich allerdings dann wohl auch bald machen. So, und ich muss aufpassen. Ah, ja, die Schippe hält auch nicht mehr lange durch, sehe ich gerade. Mist. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, in der Folge jetzt noch irgendwie auf Monsterjagd zu gehen, um die wieder zu reparieren. Oh, ja, vielleicht schneide ich das dann einfach gerade raus, wenn ich die gleich, sollte ich die gleich reparieren müssen. So, ja, hier, das ist gut. Ich brauche für Route 4, da kommt jetzt ja als nächstes der komplette Wüstenbereich. Da brauche ich alles Mögliche an Sand und Sandstein, der hier so kreucht und fleucht. Ja, hier und hier kommt natürlich noch die normale Erde hin. Hier soll ja ein Wald sein. So, alles schön hier. So, ja, interessant, dass im Venetia Westen jetzt so oft dran ist. Bislang war es ja immer Candyland. Und ich dachte, ja, gut, wenn jetzt mal Venetia Westen kommt, ist ja auch mal ganz schön. Ein bisschen Terraforming. Aber jetzt dreimal hintereinander zum Dekadenfinale. Das hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, aber war gut. Ist ja schön für den avenitischen Westen. Nicht so schön ist es für den für Candyland, das ja fast fertig war. Aber Candyland wird natürlich auch wiederkommen. Irgendwann. Mal schauen. So, ey, komm schon. So, hier neulich kein aus Katar? Nee. Kein Tor gefallen.
anschauen, ob irgendwas passiert, während ich die Folge hier aufnehme. Vielleicht soll ich auch das Handy mit dem Live-Ticker hier wegmachen. Ich habe zwar auf dem anderen Bildschirm auch den Live-Ticker geöffnet, aber der ist ja dann dadurch, dass ich ja eigentlich nicht ständig Zoom machen will, um rüber zu gehen, ist der ja dann eventuell verrutscht oder sonst was. Und das Handy, das vibriert dann wenigstens mal netterweise, wenn ein Tor fällt oder was anderes Wichtiges passiert. Ja, also weiter in Gruppe, wer soll ich gesagt, Gruppe H ist auf jeden Fall Portugal. Portugal war es schon nach dem zweiten Spiel sicher weiter. Mit Superstar Ronaldo ist ja auch, warte mal, ist Portugal noch, nee, Italien ist Europameister aktuell, oder? Auf jeden Fall ist Portugal Nations, nee, Frankreich ist Nations League. Portugal hatte zuletzt mal die Europameisterschaft in Nations League gewonnen, aber beide Titel sind schon wieder andere. Ja, aber Ronaldo ist ja jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste, hat jetzt während des Turniers seinen Verein verlassen. Und jetzt ist hier ja der Hölle. Ja, neu hole ich mir dann natürlich wieder hier auf dem Berg neben der Himmelspfeifrücke. Der hat jetzt während des Turniers seinen Verein verlassen, Manchester United. Hat allerdings auch schon gesagt, ja, wenn er Weltmeister wird, würde seine Karriere ja eh beenden. Ja, mal schauen, ob Portugal das hinkriegt. Ja, wen haben wir dann? Portugal spielt also gerade gegen Südkorea. Südkorea ist ja vor allem durch Kim bekannt. Kann ich jetzt zumindest behaupten. Denn da sind gefühlt 10 Spieler, die alle Kim heißen. Nee, der bekannteste in Deutschland ist natürlich Jungmin Son, ausgebildet vom HSV. Später, ja gut, und Chelsea war es glaube ich auch. Später dann auch ein bisschen bei Leverkusen. Und jetzt spielt er ja seit einiger Zeit bei Tottenham Hotspurs. Ich wollte gerade sagen, recht erfolgreich. Mein wenig Spieler da auch erfolgreich, nur ohne Titel. Ich glaube, hat er mit Tottenham schon was gewonnen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ja. Aber Südkorea ist tatsächlich gerade aktuell in der Live-Tabelle auf dem zweiten Platz. Ja, Quatsch, auf dem letzten Platz mit 2 Punkten. Also Südkorea muss gegen Portugal den großen Favoriten gewinnen, um überhaupt die Gruppenphase überstehen zu können. Das ist Stand jetzt doch recht unwahrscheinlich. Ja, im Parallelspiel ist Uruguay. Wobei, Südkorea steht gerade 1-1. Also kann ja noch alles passieren. Im Parallelspiel haben wir Uruguay führend gegen Ghana. Ja, wen kennt man denn von Uruguay? Bei Uruguay kennt man vor allem noch Luis Suarez, den Beißer der Nation. Aber ich glaube, sonst hat man von Uruguay zuletzt auch nicht so viel gehört. Uruguay war ja auch mal eine recht große Mannschaft im Moment. Ja gut, im Moment, dadurch, dass 2-0 steht, auch auf dem Weg ins Achtelfinale. Ja, und Ghana, da kennt man den Prinzen, Kevin Prince Boateng. Ja, der ist allerdings nicht mehr in der Nationalmannschaft aktiv. Ich weiß nicht, ob er die Karriere beendet hat oder ob er einfach noch nicht mehr berufen wird. Jetzt ist das Ding schon voll. Das ging jetzt schnell. Ja, da kann man dann auch gespannt sein, wie es da weitergeht. Ach so, jetzt habe ich hier noch. Ach komm, da nehme ich die halt mit. Aber ich kann den Sand schon mal ablenken, bevor ich den verliere. Wieder in meine kleine Farm, dann kann ich da auch gleich mal für besseres Wetter sorgen. Ja, aber Ghana liegt hinten gegen Uruguay und damit auch auf dem Weg zu Boykott Katar K.O.-Phase. Ja, das hat Deutschland ja schon erfolgreich geschafft. Boykott Katar K.O.-Phase. Die haben zuletzt 4 zu 2 gegen Costa Rica gewonnen, sind trotzdem rausgeflogen, weil Spanien überraschend gegen Japan verloren. Wobei Japan generell eine Überraschung war, denn Japan hat ja nicht nur Spanien geschlagen, sondern auch Deutschland, denn sonst wäre Deutschland ja niemals in dieser Situation gewesen. Ja. So, dann wollen wir mal hier. Weitermachen. Ist noch ein bisschen hier. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Auf dem Baum. Ups. Oh, auf einem großen Baum. Ja, aber dafür können die Deutschen jetzt ja die WM boykottieren, wie es ja von vielen gewünscht wurde. Wobei ich ja ganz, ich meine, viele Fans haben ja auch die WM boykottiert, aber da muss man ja auch ganz klar sagen, das, was die Fans gemacht haben, ist kein Boykott.
Boykott wäre es, wenn sie sich jetzt weigern würden, die Rundfunkgebühren zu zahlen. Was ja sinnvoll wäre, weil die Rundfunkgebühren Unsinn sind, aber wer hat das denn jetzt wirklich getan? Die sagen alle, ich gucke die WM nicht. Also ein Produkt, für das sie ja zwangszahlen sowieso. Das ist dann kein Boykott, wenn ich für etwas zahle und es nicht in Anspruch nehme, das ist ignorieren. Und man muss ja nochmal sagen, die Spieler können nichts dafür, dass die WM in Katar stattfindet. Man kann die Verantwortlichen shamen, aber die WM jetzt zu boykottieren, das ist diese sogenannte Cancel Culture, so heißt das. Ja. Das hat alles. Es bringt nichts, wenn die Fans boykottieren. Damit schadet man nur der Fußballkultur. Man muss jetzt ganz klar der FIFA die Grenzen aufzeigen. Die FIFA hat ganz viel falsch gemacht. Und die FIFA müsste dafür jetzt eigentlich gerade stehen. Bezweifle ich allerdings, dass sie das macht. Gut, ich meine, die Folge wird jetzt lange nach der WM rauskommen. Vielleicht ist hier was passiert. Ist Infantino zurückgetreten? Oder wurde er zurückgetreten? Oder wurde er getreten? Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Und wäre sicherlich, jede dieser drei Optionen wäre sicherlich eine Bereicherung für den Weltfußball. Was ist davon jetzt eingetreten? Die großen Nationen wollten ja vorher mit der One-Love-Binde auftreten, was für ein Zeichen für Freiheit, Gleichheit, Toleranz sein sollte. Also ein gutes Zeichen. Aber kurz vor Spielbeginn hat die FIFA gesagt, nee, wir sind gegen diese Werte, die One-Love-Binde ist verboten. Was ja auch schon mal ein starkes Statement von der FIFA ist. Einfach sich hinzustellen und sagen, wir sind gegen Gleichheit, Toleranz und das ganze Positive. Das war ein starkes Statement von der FIFA. Und ich fand es sehr schade. Ich hätte mir schon gewünscht, dass Neuer dann trotzdem die Binde angezogen hat. Aber letztendlich muss man sagen, es hätte ja nichts an der WM geändert. Die WM an sich ist ein sportliches Event. Und die Binde hätte ja nichts am deutschen Erfolg jetzt geändert. Aber wenn er es trotzdem gemacht hätte, hätte ich das auf jeden Fall unterstützt. Selbst wenn er dafür gesperrt worden wäre oder wenn die deutsche Nationalmannschaft dafür eine Strafe hätte zahlen müssen. Jetzt ist es so, dass sieben Nationen das fordern, und zwar nicht irgendwelche Nationen, sondern sieben große Nationen. Und die hätten ganz klar einfach das durchziehen sollen. Wenn nämlich diese sieben Nationen dann von der FIFA alle sanktioniert werden würden. Oder wenn es dann knüppeldick für die FIFA käme, wenn diese sieben Nationen jetzt geschlossen haben, gut, verlassen wir die FIFA. Das sollen die mal machen. Gut, wäre jetzt erstmal blöd für die nächste Weltmeisterschaft, für mich als Fan. Aber ich wäre trotzdem dafür, denn jetzt stellte man sich doch mal vor, die sieben Nationen machen das. Was ist denn da mit der FIFA? Nichts ist mit der FIFA. Die FIFA sind weg vom Fenster, wenn diese sieben großen Nationen sie verlassen. Und dann hätte die FIFA gar keine andere Wahl, als sich von innen heraus neu aufzubauen und dann dafür zu sorgen, dass mit diesen sieben Nationen wieder Frieden geschlossen werden kann. Aber das traut sich ja wahrscheinlich auch keiner. Da muss halt jemand den Anfang machen. Oh, ey, ich bin hier gerade am Reden. Da kann ich einfach so einen Baum wachsen. Ja. Ja, die FIFA hat vieles falsch gemacht in den letzten Jahren. Dafür bringt sie uns diese schönen Fußballturniere. Aber was drumherum passiert, die Werte, für die der Fußball steht, die hat die FIFA, die ja eigentlich über dem großen Ganzen stehen sollte, mit Füßen getreten. Wobei ich gerade merke, das ist auch ein interessantes Bild, aber das sollte es eigentlich nicht sein. Fußball steht für, gerade der internationale Fußball steht für Weltoffenheit, dafür verschiedene Kulturen zu vereinen und nicht Homophobie und das ganze menschenverachtende Zeugs oder Leute zu versklaven. Das ist alles das Gegenteil von dem, für das der Fußball steht.
Man spielt gegen verschiedene Nationen, um andere Nationen auch kennenzulernen, um die Gebräuche der anderen Nationen zu erfahren, um in den Austausch zu geraten, um andere Dinge auszuprobieren, um mal zu gucken, wie ist das denn jetzt in dem anderen Land? Was machen die anders? Kann ich das auch mal probieren? Macht das Spaß? Ja, aber dieses Jahr. Ach Mist, ist das schon wieder voll. Dieses Jahr war ja damit so gut wie gar nichts zu holen, keinen Blumentopf zu gewinnen. Ja. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Irgendwie ist die Folge jetzt schon halb rum und ich bin nicht wirklich weit gekommen. Hat er jetzt daran, dass ich keine Erde hatte oder dass es das einfach nur so eine langwierige Aufgabe ist? Naja, immerhin sind die Setzlinge immer noch nicht alle. Das ist immer die das Wichtigste. Das wird der Horror, wenn die Setzlinge hier irgendwann alle sind. Weil dann kriege ich immer den St. Oliver 2, ob ich da noch Setzlinge habe. So, dahin. Ey, komm schon. Oh, und ich sehe gerade, die Schippe macht auch nicht mehr lange mit. Ich hoffe, die ist noch bis zum Ende der Folge haltbar. Das wäre nämlich sonst schon blöd. Ja. So, hier die nächste Riege. Wie sieht es gerade von oben aus? Ja, wir wandern ganz gut. Warte mal, wie war das denn? Wie wollte ich das denn machen? Ich wollte hier irgendwo dann eine Diagonale ziehen. Aber von wo? Müsste ich eigentlich von hier direkt machen, oder? Na, ich gehe hier jetzt immer die Riege runter. Dann kann ich die ja mal vorzeichnen, dass ich die nicht vergesse. Solange ich noch Erde im Inventar habe. Wenn wir jetzt dann vorzeichnen, macht ja dann auch keinen Sinn. So. Komm schon, die Regel will. Ja, nein. Muss gleich doch nochmal eine Runde Erde farmen gehen. Die Regel schaffe ich nicht mehr, das ist ja jetzt blöd. Nee, komm schon. Wie habe ich noch 6 Stück? Das ist aber echt wenig. Ja, das ist schon wieder alle. Ah, Mann. Na, dann gehe ich mal kurz an den Berg neben der Himmelspfeilbrücke da. Machen wir nochmal ein bisschen Erde. Ja. Da ist ja schon mal ein Grasblock, wie schön. Ein Grasblock, wie schön. Er wird mir jetzt helfen. Lalalala. Und ich muss darauf passen, dass die Schippe nicht kaputt geht. Das war blöd. So. Und immer noch. Nö, immer noch kein Tor gefallen. In Katar bei Südkorea gegen Portugal und Ghana gegen Uruguay. Ja, eigentlich könnte man da so eine schöne WM-Party draus machen. Je nachdem, ich meine, angenommen, man würde jetzt hier diese 4 Spiele gucken, wenn man dann halt wirklich hier überlegt, dass man. Was ist man denn in Südkorea? Wie schon wieder Inventar voll. Ich hätte erstmal den Sand wieder ablegen sollen. So, schnell hier aufsammeln. Und dann fähig immer das Inventar ausleeren. Was ist man denn in Südkorea zum Beispiel? Das ist doch bestimmt was Interessantes. Ich weiß jetzt nicht. Und Portugal, weiß ich auch nicht. Spanien, weiß ich jetzt nicht. Paella vielleicht. Gibt es in Portugal bestimmt auch. Wenn ich jetzt eine schöne WM-Party machen mit einer Paella und ja, man hätte sich halt mit den Nationen vorher auseinandersetzen müssen. Das wäre schon interessant. Und dann sind heute Abend ja noch weitere Spiele. Und zwar Kamerun gegen Brasilien und Serbien gegen die Schweiz. Da kann man so schöne Motto-Partys machen. Aber nein, geht hier im Moment alles nicht, wegen die Katari sind ja alle böse. Da muss man ja alles boykottieren, was da ist. So, ja, für die Riege dürfte das jetzt erstmal reichen. Geh nochmal hoch. Mal schauen, dass ich die Regel jetzt fertig kriege. Und dann muss ich mal auskundschaften. Ja, ich mache jetzt erstmal die Regel fertig. Also erstmal hier. So, einmal schön runter. So. Delay. Alles schön. Ja, da fehlt noch einer. So. Und dann hier wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Und dann hier schön alles. Ach, ich dachte schon.
Wenn jetzt die Setzlinge, ich will nicht, dass die Setzlinge ausgehen. So. Alles schön bepflanzen. So. Bin ich schon hin angekommen? Ja, sieht so aus. Ach, und jetzt, na toll. Jetzt, wo ich hier was aufzeichnen will, geht die Sonne gleich unter. Also will ich mal gucken hier unten. Wo ist denn jetzt die richtige Stelle? Nee, dann würde ich sagen, mache ich bis hier noch runter, ziehe ich bis hier noch runter. Warte mal, was kommt da denn überhaupt hin? Wasser, kommt da schon? Nee, dann mache ich da nämlich schon Wasser hin, ziehe das runter und mache da dann die Diagonale. Ja. Also das heißt, ich muss ja immer. Hier unten muss ich vor allem noch eine ganze Menge machen. Oder mache ich da, mach, nee, ich mache das grün. Ich mache das hier unten grün. Das heißt, ich muss hier auch noch den Sand wegmachen. So, mal schauen, auf welcher Höhe ist das denn? Das hier ist ja nicht auf Wasserhöhe, oder? Weil eine. Wenn da jetzt so eine Schicht Sand bleibt, das sieht doch auch ganz nett aus. So. Ja. Dann mache ich hier unten erst alles noch grün, allerdings ohne Bäume. So, und jetzt wird's dunkel. Ich habe gar keinen Shader drin, fällt mir gerade auf. Naja, das lässt sich natürlich auch ändern. Warum sagt denn keiner was? Folge fast zu Ende und es sind kein Shader drin. Da ist der Mond. Ja. Und hier wird weiter Sand abgebaut. Und gleich habe ich wieder keine Erde mehr. Und die Schippe hält nicht mehr lange durch, weil ich so viel Sand abbaue. So. Aber noch geht's. So, die ganze Erde will ich auch auf. Ach Quatsch. Den ganzen Sand will ich natürlich auch aufnehmen. Guter Sand für die Wüstenregion bei Route 4. Wie heißt die überhaupt? Ich bin ja jetzt noch gar nicht gekommen. Deswegen weiß ich da noch gar nicht. So. Ja, zumindest brauche ich hier unten keine Setzlinge. Können die schon mal nicht alle gehen. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Und immer noch kein Tor. Ja, hier habe ich leider auch kein Bett stehen. Hahaha, was mache ich denn jetzt? Ach, der Mond geht gerade erst auf. Na toll. Dann bleibt es noch ein bisschen dunkel. Naja, aber wenn die Erde gleich alle ist, muss ich ja eh wieder zu so einem Berg neben der Himmelspfeilbrücke und dann kann ich zwischendurch beim Bett vorbei und eine Runde schlafen gehen. Also nicht real life, das habe ich ja gerade schon während der ersten Halbzeit gemacht. So. Alles schön. Oh, da geht's gleich bergab. Was ist das für ein Loch? Da ist noch ein Stecken. Sehr gut. Sordele, alles hier. Immer noch kein Tor für Südkorea, Portugal, Ghana und Uruguay, aber ich fürchte, ich muss mir jetzt einfach, damit das schneller geht, ich mache mir jetzt gerade halt einfach eine neue Schippe aus Diamant. Dann muss ich die jetzt gerade nicht reparieren. Das kann ich dann irgendwann eben aufmachen. Denn wie man sieht, die ist jetzt komplett im Eimer. Und die will ich aber nicht, dass sie kaputt geht, denn die ist perfekt verzaubert. Und die wird jetzt eher so random verzaubert. Schauen wir doch mal, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich keine perfekte Verzauberung. Das passiert normalerweise nicht. Also die Netherite Shovel ist ja auch nicht auf Anhieb perfekt gewesen. Da habe ich ja auch ein bisschen mit den Büchern dann nachgeholfen und alles. So. Aber die. Warte mal kurz. Ich hatte ja schon eine. Ich hatte schon eine. Wieso hatte ich denn schon eine? Na gut, dann mache ich mir jetzt eine zweite. Wieso habe ich denn hier schon eine? Was hat die? Ah, die ist auch recht gut. Naja, aber Glück auf einer Schaufel ist nicht gut, weil das bedeutet, man bekommt aus Gieß Feuerstein raus. Wer will denn Feuerstein aus Gieß haben? So, ach, die Folge ist eh gleich zu Ende. Na gut, jetzt was habe ich die. Ach nein! Falscher Knopf gedrückt. Okay, jetzt ist die erste Schaufel eh weg. So,
Dann mal gucken, was haben wir jetzt? Nur Effizienz. Ja gut, nur Effizienz reicht natürlich. Ey, was ist denn hier los? Bleib da. So, ist die andere jetzt auf der anderen Seite vom Portal? Ich werde es mal hoffen. So, bist du da? Schaufel? Da liegt sie. Okay. So, und da wir jetzt ja süß in Avenicia sind, können wir auch zu Fuß weitermachen. So, wir sind nämlich hier unter Bells Haus. Da habe ich mir damals, als ich angefangen habe zu bauen, die Base hingemacht. So, allerdings können wir hier irgendwo durch. Ja, wir kommen hier durch. So, und jetzt gehen wir ja auch Richtung Westen. Das macht ja Sinn. Ne? So, hier ist dann nämlich die Wasserroute. Habe ich hier so tief gebuddelt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Das ist ja auch schon ewig her, dass ich das hier gemacht habe. So, oder nee, Quatsch, da war hier was und ich musste das aufschütten. So war das. Ja. Ich habe hier gerade ja nicht so tief runtergebuddelt. So, wo ist denn die Stelle da hinten irgendwo? Was steht hier? Vorsicht, Strömungen. Ah, danke. Aber die Strömungen habe ich zum Glück nicht eingebaut. Das heißt, ich kann hier jetzt ganz bequem durchschwimmen. Ja, hier war nämlich eine Wasserroute, deswegen ist ja auch das so natürlich. So, nur Fische gab es damals noch nicht. Ja, genau, hier war nämlich kein Wasser. Das sieht man hier relativ deutlich. Ja, das ist, Dingens gemacht. Nicht natürlich, sondern. Ich komme nicht auf das Verb. Adjektiv meine ich. Na egal. So. Können wir hier mal weitermachen. Alles schön. Wie grünen. So, was sagt ihr vor? Inwieweit will ich es machen? Bis die Schiene runter. Das heißt, ich muss vielleicht doch erst oben fertig machen, damit ich. Oder warte mal, habe ich das hier mir damals schon als Markierung gemacht? Könnte sein. Na, dann gehe ich hier mal runter. Und ich meine hier, Effizienz, was ist? Effizienz 4 reicht ja, um einfach nur Sachen abzubauen, da brauche ich ja gar keine andere Verzauberung. Das andere ist bonzig. Ja. So, dann schauen wir doch mal, wie weit wir hier jetzt kommen. So. Okay, dann haben wir das gemacht. Ach, und da habe ich sogar eine Stelle zum Hochklettern. So. Ist das jetzt zufälligerweise? Könnte sein. Habe ich das echt abgezählt schon? Ja, das kommt hin. Aber dann muss ich jetzt erstmal hier oben weiter machen. Das heißt, ich brauche jetzt. Nee, ich setze jetzt aber heute keine Setzlinge mehr. Die habe ich nämlich gerade schon abgebaut. Außerdem ist die Zeit gleich um. Wieso ist denn die Zeit heute so schnell vergangen? Liegt das daran, dass ich so müde bin? Das kann eigentlich nicht sein. Dann müsste die Zeit doch eigentlich langsamer vergehen. Oh Mist. Das war nicht geplant. So. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich eine Schippe dabei habe. Weil ich ja Behutsamkeit auf meiner Schippe habe. Und für die grobe Erde brauchte ich ja normale Erde. Und mit meiner guten Schippe habe ich ja lauter Behutsamkeitsdinger. Also lauter Grasblöcke bekommen. Deswegen habe ich eine zweite Schippe. Ja gut, jetzt habe ich halt zwei zweite Schippen. So. Okay. Alles weg hier. So, ja, und jetzt ist die Folge dann tatsächlich über den Äther gegangen. Also, die Zeit ist um. Oh Mist, jetzt habe ich da einen Laubblock weggemacht. Naja, der wird's überstehen. Wie sieht es denn hier aus? Jo. Die Zeit ist um. Ich kann noch ein paar Erdblöcke hier setzen. Immerhin habe ich das so fleißig jetzt gefarmt. Komm, die setze ich jetzt noch weg. Und dann ist die Folge jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Ich bin gespannt, ob es beim nächsten Liganfinale erneut in den avenitischen Westen geht. Oder auch in den avenitischen Osten. Oder wieder zurück nach Candyland. Denn Candyland, wenn da noch diese blöde Berg nicht wäre, ist ja auch bald irgendwann mal zu Ende. Wird Zeit. So, jetzt noch ein Stück. Dann ist das hier in meine Erde zu Ende. Und ich sage Arrivederci, over and out.